Das ist dann Sprecher im Hintergrund, ja, das ist aber dann, der ist Englisch. Let's play together. Ja. Quoneria, vierter Planet des Lylat-Systems. Andros hat dieses einst blühende System in eine öde Landschaft der Verwüstung verwandelt. Pepper, General der kornerischen Armee, konnte den verrückten Wissenschaftler auf den unfruchtbaren und verlassenen Planeten Venum verbannen. 5 Jahre später registrierte General Pepper auf Venum seltsame Aktivitäten. James McCloud, Pigmar Dengar und Peppy Hare aus dem Star Fox Team sollten sich auf Venum ein wenig umsehen. Doch nach der Ankunft übte Pigmar Verrat am Team. James und Peppy wurden von grausamen Andros überwältigt. Peppy konnte mit knapper Not fliehen und kehrte zurück, um James Sohn Fox über das Schicksal seines Vaters zu unterrichten. Einige Jahre sind seitdem vergangen. Andros drang erneut in das Lylat-System ein und eroberte einen Planeten nach dem anderen mit dem Ziel, Corneria zu unterwerfen. General Pepper gründete ein neues Star Fox Team, das von Foxman Cloud angeführt wird. Es geht um die Rettung Cornerias und des gesamten Lylat-Systems. Go, Fox McCloud! Das wurde am Schluss irgendwie recht schnell. Du hast halt ein bisschen gedrödelt am Anfang. Venom. Nicht Venom. Bitte. Ich kenne das als Venom. Ja, nein, als das Gift. Ist Venom. Okay. Ich dachte, das ist doch da Venom. Echt? Ich dachte, okay. Das ist jetzt das Lylat-System. Oh, das ist, sieht ja cool aus. Das sind alle Welten. Mhm. Man legt immer eine Route ab. Also sind, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Level. Mit jedem Durchgang. Man startet immer links bei Corneria. Wie es im Deutschen noch wirklich ausgesprochen wird, laut dem 3DS-Teil. Okay. Ich bleib bei Corneria. Und dann kommt es halt immer darauf an, wie man die Mission abschließt. Da gibt es immer so kleine Bonus-Missionen zu erfüllen. Und wenn du die erfüllst, kommst du halt auf den oberen Weg. Kann man sich eigentlich merken, unterer Weg billig, mittlerer Weg mittel, oberer Weg schwer. Okay. Und man startet immer bei Corneria und endet immer bei Venom da hinten. Ah, das grüne, leuchtende Ding. Mhm. Man sieht auch diese lustigen Medaillen und Orden hier. Also wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht, bekommt man die. Wenn man alle erspielt, gibt es noch einen Expertenmodus, der noch schwerer ist. Und ich weiß nicht, also entweder können wir so ab und zu mal so eine Runde machen. Ich weiß nicht, wie oft wir uns sehen. Vielleicht beim nächsten Mal, wie gesagt, heute nur einen Durchgang. Oder ich lege sie mal selbst an, wenn ich Ruhe daheim habe. Das kann ich in einer Stunde spielen. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen heute einen einfachen Weg, oder? Ja, klar. Gut, dann kann ich mich auch an meine Steuerung gewöhnen. Und ja, auf geht's. Dann wollen wir noch mal. Bam. Wir haben dich schon erwartet, Fox. Du bist die letzte Hoffnung unserer Welt. Ja, ist ja klasse. Ich werde mein Bestes geben. Andros kommt an mir nicht vorbei. Hey. Es geht los, ich freue mich. Ich liebe das Spiel. Ja. Dachte, ich tue dir mal den Gefallen. Ich hab's vorgeschlagen. Es wäre halt super geil, wenn das dein Aufnahmeprogramm durchhält. Also. Das läuft doch ganz gut. Ja, bisher. Aber halt, es geht jetzt eine Stunde. Ohne Pause. Ja, das passt ja schon. Ja, das musst du jetzt nicht vorlesen. Flügel aus. Das ist groß genug. Wir haben 3 Mitstreiter, die vorhin schon vorgestellt wurden. Slippy, Falco und Peppy. Peppy ist damals mit unserem Vater mitgeflogen und konnte halt fliehen, wie du eben schnell vorgelesen hast. Ja. Falco so eins, der Einzige, der halbwegs was drauf hat. Finde ich. Aber ab und zu verkackt er auch. Also das Lustige ist, die machen mit. Okay. Die tauchen immer wieder auf dem Bildschirm aus, schießen ein paar Gegner ab. Meistens werden sie abgeschossen, wollen wir sie retten. Und man kann sie auch selbst abschießen und wenn sie halt keine Energie haben, sind sie weg. Wie gut ist die KI? Na, es ist halt vorgeschrieben, was sie machen. Ja, der Gegner meine ich. Und überhaupt so. Es kommt auf auf die Level. Okay. Also am Anfang natürlich schwach. Und hier, wenn du den Laser auflädst und halt mehrere auf einmal triffst, gibt es halt noch einen extra Punkt. Aha. Für den Abschluss. Hier kommen halt schon die ersten Projektile auf einen zugeflogen. Ich visiere in der Mitte an, treffe alle. Gibt einen Bonus und ich habe einen Laser bekommen. Oh, ist ja nett. Und jetzt sind wir Slippy in Aktion. Das macht er eigentlich meistens. Er wird abgeschossen. Oder S. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Ich bin immer noch nicht sicher, ob es jetzt männlich oder weiblich ist. Aber ich glaube, es ist ein Kerl. Ich habe ihn auf jeden Fall gerettet. Na, ist ja nett von dir. Ne? Jetzt wird man sogar von hinten schon angegriffen. Ich mache das halt so, dass ich die meisten Punkte kriege, habe ich mir irgendwie angewöhnt inzwischen. Das wäre jetzt eigentlich doof, weil ich hätte alle 3 auf einmal kriegen können. Aber egal, wir wollen ja nicht auf Punkte gehen oder so hier. Ja, das ist jetzt auch mal kein Blind-LP, ne? Ja, weißt du mal, was du verdammt. Tun sollst? Ich habe Ahnung von dem Spiel. Ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz nette Abwechslung. Mhm. Hat mich schon mal nicht Blind-LP? Nee. Ich habe das Spiel geliebt. Allein diese, wie man sich in diese Welt hineinversetzt und dass dauernd die Charaktere mit ihr reden. Das ist, oh.
Ich war so fasziniert davon. Hm, kann ich verstehen. Kind. Du wolltest Pilot werden? Nein, in dem Fall war ich hier einer. So. Also toll. Nein, ich wollte kein Pilot werden. Ich wurde eh viel zu groß für einen Piloten. Oh. Ja. Was auch niemand Ziel war. Ja, du. Ja, mit guck mal, da sind Gegner am Heck. Jetzt mache ich ein Looping und weiche ihn aus. Unglaublich, oder? Du mit deinen 4,50 Meter. Inzwischen gewachsen. Ja, ich schieße halt so alles ab. Das sind so böse Roboter, die einfach mal. Also ein Haus. Bringen. Ja, die stoßen halt Häuser an. Das ist halt jetzt der Basisplanet dieser Armee, der wir helfen. Okay. Ist halt nicht mehr so fit. Aber überall ist General Pepper hier aufgelistet. Ist voll cool. Er macht den ganzen Tag nichts außer rumstehen und kommandieren. Aber wir helfen ihm. So, das ist jetzt Falco. Das ist so eine kritische Stelle im Spiel. Mhm. Man muss ihn retten. Wenn man das nicht tut. Sehen wir gleich, was dann passiert. Was soll denn das? Der ist tot. Okay. Normalerweise reicht so ein Schuss, so ein aufgeladen auf die drei und ja, er ist gerettet. Aber in dem Fall ist das mal richtig schön schief gelaufen. Also am nächsten Durchgang, okay. Ja, ist halt nur schade, weil ohne Falco kommt man hier nicht auf den extra Weg. Ja. Aber den wollte ich eh nicht zeigen in dem Durchgang, zum Glück. Ja, typisch LP, ne? Ja, das passiert mir ungefähr so von 80 Durchgängen zweimal? Keine Ahnung. Also in 40 Durchgängen einmal? Ja, kann man auch so sagen. Keine Ahnung. Ist halt ein bisschen doof gelaufen jetzt. Ich weiß nicht. Normalerweise, wenn ich einen anvisiere, sind alle tot. Aber in dem Fall halt nicht. Ja. Das kann ja mal passieren. Genau. Guck mal, Wassereffekte, krass, oder? Krasser Scheiß, ja. Shader. Da fliegt was. Ja, Pepe lässt sich ein bisschen abballern. Ist halt ein richtig cooler Kerl. Ist ja auch schon fast tot. Irgendwie das ein ziemlicher Fail-Durchgang, das merke ich jetzt schon. Aber es ist okay. Ist voll cool und so. Ich hole mir mal so zwei goldene Ringe, wenn es geht. Nö. Aber immerhin. Du wirst jetzt den ersten Boss-Fight sehen. Denn jede Welt hat einen Boss. Okay. Hm. Krass, ne? Mhm. Du siehst den Menschen auf den Formationen. Das heißt, ich kann Wänden fliegen. Ui. Hey. Und da ist dann der Boss. Cool, ne? Mhm. Was ist denn das? Didi? Ja, das sind so Affen. Die Affen sind halt die Gegner. Okay. Mal endlos auch so ein Affe ist. Also eigentlich mache ich immer so, sobald er ins Bild kommt, schieße ich auf sein Bein. Und treffe es eigentlich. Boah, ich bin irgendwie voll aus der Form hier. Ich merke das gerade extrem. Ist schon lustig. Aber egal, bisher ist dann alles gut gegangen, außer Falco ist halt tot. So. Ja, dann fällt er halt so, und kann nicht mehr laufen. Ist er so komplett tot, oder? Nö, der kommt noch so ein, zwei Leveln wieder. Ach so, okay. So, links siehst du die Boss-Anzeige. Mhm. Boss-Energie ist dieser Energiekern auf dem Rücken. Das ist ein dreckiger Billig-Boss. Ja, okay. Du schießt ihm das Bein weg und er liegt da rum und schießt ein paar Raketen durch die Gegend. Dann schießt du ein paar Mal auf den Kern. Und das war's dann. Hast du halt einen scheiß Roboter gebaut, ganz ehrlich. Das ist doof. Die Explosion fand ich damals voll toll. Sieht inzwischen einfach mies aus und die Texturen sind auch irgendwie so wie aufgemalt, aber... Oh ja, richtig übelst verwaschen. Ja, ist halt alt. Aber gut, kommt ja auch nicht auf die Grafik an, ne? Richtig. Nicht toll, dass Falco jetzt schon tot ist. Ich bin stolz. Ich bin total stolz auf mich gerade. Ja, hast du gut gemacht, ne? Falco down. Hm? Tja. So, aber wenn man 100 Abschüsse macht in dem Level, gibt's ein extra Leben. Okay. Ja. Ist ja ganz praktisch. Ist ziemlich praktisch. Juhu! Natürlich aber keine Medaille, weil ich einfach mies war. Ich glaube, Medaillen gibt's auch nur, wenn, alle drei Teammitglieder übernehmen. Genau. Hm. Ist das direkt? Ja, es ist so Standard. So, jetzt bist du in einem Asteroiden. Hätten wir jetzt das tolle Extra gemacht, wären wir hier oben im Sektor Y gelandet. Mhm. Sind wir aber nicht, weil wir wollen das ja auch nicht. Ja, langweilig. Genau. Verdammt, dann muss ich ja auch diesen Planeten hier machen. Diesen mit dem Ring da drum. Egal. Weiter geht's. Sieht lustig aus. Ja, wie ein Asteroidengürtel, hm?